Sie demonstrieren für einen freien Iran, Anhänger der iranischen Auslandsopposition, Paris 2018. Was viele hier nicht wissen, sie entgehen nur knapp einem Attentat. Der Anschlag wird vereitelt, europaweit sind Geheimdienste den Drahtziehern auf den Fersen. Deutschen Ermittlern geht Assadollah Assadi ins Netz. Er soll getarnt als Diplomat an einer iranischen Botschaft den Anschlag geplant und ein Agentennetzwerk aufgebaut haben. Im Februar wird er zu 20 Jahren Haft verurteilt, seitdem sitzt er in belgischer Haft. Wird Iran versuchen, Assadollah Assadi freizupressen? Auch gegen deutsche Geiseln in iranischen Gefängnissen? Wir treffen Mariam Klaren in Köln. Ihre Mutter gehört zu den deutschen Staatsbürgern, die in Iran festgehalten werden. Nohit Taravi hat sich politisch nie öffentlich geäußert, arbeitete als Architektin in Deutschland. Im Oktober 2020 wird sie in ihrer Wohnung in Teheran verhaftet. Anklagepunkte sind nicht bekannt, sie sei ein Sicherheitsrisiko, heißt es. Monatelang sitzt die 66-Jährige mit deutschem und iranischem Pass in Isolationshaft. Sie hat kein Tageslicht bekommen. Wenn sie 20 Minuten am Tag an die frische Luft geführt worden ist, musste sie eine Augenbinde tragen und es waren die hohen Gefängnismauern. Ihre Haare sind ausgefallen, ihre Haut fühlt sich an wie Schmörgelpapier. Sie hat kein Obst und Gemüse bekommen. Sie hat es selber genannt im O-Ton, mein Körper ist total kaputt. Und wenn Sie mich fragen, ist das der Inbegriff von Folter. Ausländer und Doppelstaatler als Geiseln zu nutzen, hat System im Gottesstaat. Es ist mittlerweile eine geübte iranische Praxis, Geiseln zu nehmen. Und zwar werden dann westliche Staatsbürger in Iran unter meist vollkommen an den Haaren herbeigezogenen Vorwürfen verhaftet. Und die werden anschließend als Tauschgeschäft angeboten. Und in der Regel geht es darum, Iraner oder auch von den iranischen Diensten beauftragte Nicht-Iraner in Europa oder anderswo in der westlichen Welt freizupressen. Irgendwo im Großraum Los Angeles. Hier leben über 1 Million Iraner. Dass der Iran auch vor Entführungen nicht zurückschreckt, hat die Familie Shormacht erfahren. Sie haben lange in Deutschland gelebt. Im September wird der Vater von Ghazaleh und Shayan, ein deutsch-iranischer Staatsbürger, in Dubai gekidnappt und nach Teheran entführt. Die Kinder unter Schock. Auf einmal rufen uns Freunde an und sagen, hier, guck mal auf YouTube, dein Papa ist auf YouTube. Wie? Was ist bloß? Wie, er ist auf YouTube. Und dann sieht man ihn dort mit einer Augenbinde. Schrecklich. Im Staatsfernsehen gesteht Jamshid Shormacht. Beobachter sprechen von einem Zwangsgeständnis. Er soll der Oppositionsgruppe Tondar angehören und wird von Teheran für einen Anschlag auf eine Moschee in Shiraz verantwortlich gemacht. Ihm droht die Todesstrafe. Die Familie hat große Angst um ihn. Wir sind verzweifelt. Und jetzt ist er dort, seit 8 Monaten. Und ich kann ihm keinen Mut machen. Und keiner ist da, der uns helfen kann. Kein Jungs. Auch Mariam Klaren kämpft von Köln aus täglich um die Freilassung ihrer Mutter. Mit wenig Erfolg. Ich habe direkt vom ersten Tag an mich an die deutschen Behörden gewandt und um konsularische Betreuung meiner Mutter gebeten, vor allen Dingen um Auflösung und Freilassung meiner Mutter. Aber ich habe noch nie positives Feedback von den deutschen Behörden, vom Auswärtigen Amt bekommen. Wir fragen nach beim Auswärtigen Amt. Schriftlich teilt man uns mit. Die Bundesregierung hat sich mehrfach auch hochrangig für die Betroffenen eingesetzt. Der Iran gewährt jedoch in aller Regel keinen konsularischen Zugang zu Häftlingen, die auch die iranische Staatsangehörigkeit besitzen. Iran erkennt bei Doppelstaatlern nur die iranische Staatsangehörigkeit an. Menschenrechtsorganisationen fordern humanitäre Haftbedingungen und wir fordern konkret, dass rechtsstaatliche Verfahren im Iran durchgeführt werden, dass zum Beispiel die Angeklagten einen Anwalt ihrer Wahl nehmen können, dass Geständnisse, die unter Folter abgelegt werden, nicht akzeptiert werden vor Gericht. Das ist bisher nämlich der Fall. Mehr als 2 Dutzend Ausländer und Doppelstaatler sitzen in iranischen Gefängnissen als Faustpfand, als Geiseln. Erst im November hat Teheran eine australische Wissenschaftlerin für 3 in Thailand festgehaltene Iraner freigelassen.
Wird auch der verurteilte Agent Assadi im Austausch für Geiseln im Iran freikommen? Ich gehe fest davon aus, dass es schon Verhandlungen über einen möglichen Austausch gibt. Allerdings sollten sich die europäischen Regierungen sehr genau überlegen, inwieweit sie diese Praxis auch in Zukunft fortsetzen. Sie haben sich zumindest in einigen Fällen als erpressbar erwiesen. Das ist kein Dauerzustand, wenn wir Politik mit der Islamischen Republik betreiben wollen. Für die Shormahts in Kalifornien wäre ein Austausch die Chance, ihren kranken Vater noch lebend wiederzusehen. Mariam in Köln macht es wütend, dass ihre Mutter eine Geisel Teherans ist. Es kotzt mich an, dass meine 66-jährige Mutter Spielball und Verhandlungsmasse für irgendwelche Beziehungen und Freierpressungsversuchen oder bessere Ausgangspositionen schaffend für den Iran ist. Ich werde keine Ruhe geben, bis sie wieder neben mir steht. Bei der Festnahme von Doppelstaatlern wie Mariams Mutter geht es Iran darum, inhaftierte Agenten im Ausland freizupressen. Aber auch immer um eine Botschaft ins Innere, Regimekritiker einzuschüchtern.